Hallöchen, Leute, zu einem neuen News-Ticker. Und, ja, ich mache letzter Zeit zu viele News-Ticker. Ticker von Winnie Pooh. Wow, der war so schlecht. Auf jeden Fall, es gibt einiges zu erzählen. Und zwar gehen wir dafür mal auf, YouTube. Und, was gibt's denn alles zu erzählen? Ich habe keine Liste und auch keine Vorbereitungen mir gemacht, doch weiß, dass ich einiges zu erzählen habe. Fangen wir mal an mit auf meinen Kanal gehen. Ja, das ist immer gut. Das ist immer gut. So, gehen wir mal hier und hier und hier und hier. Es gibt bestimmt überall tolle Sachen zu erzählen. Und nachdem wir alles weggeklickt haben, ja, fangen wir bei Nerdstar an. Und zwar gibt's bei Nerdstar unter anderem heute die neue TV-Show Nummer 10, die ganz im Sterne des Retro ist, liegt, steht, wie auch immer. Und die ist schön, die solltet ihr euch angucken, weil die ist wunderbar. Und ja, es gibt noch Let's Plays von mir wie Splinter Cell und Splinter Cell. Und es gibt eine neue Kategorie von mir auf Nerdstar und zwar Angezockt. Angezockt. Da werde ich immer eine halbe Stunde bzw. 20 Minuten, haben wir jetzt geeinigt, jetzt ein neueres Spiel anzocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. So, dann haben wir hier Playzone. Und auf Playzone mache ich immer noch Sonic Generations. Ihr dürft das gerne mal angucken und dürft euch gerne mal da in die Videos reinklicken, kommentieren und bewerten. Das würde mich sehr freuen. So, dann haben wir den Lenny hier. Der Lenny hat hier zweimal seine schöne Fresse hier. Und zwei Videos zu Köln. Erstmal zu der Gamescom und zu dem Video Day. In beiden bin ich zu sehen, zu hören und zu bestaunen. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Und hier ganz nebenbei ein Tag bei Nerdstar. Könnt ihr auch mal reinschauen und ist schön. So, dann haben wir noch den Dima hier. Der Dima hat auch ein kleines Video über den Video Day gemacht. Da bin ich auch ein, zweimal zu sehen. Also guckt auch mal bei Dima vorbei. So, dann kommen wir mal zu dem Wichtigsten. Und zwar werde ich am Samstag, denke ich mal, einen Livestream machen. Weil ich denke, Samstag müsste jeder Zeit haben. Ich weiß nicht, soll ich morgen machen? Freitag oder soll ich Samstag machen? Ich hätte ja jetzt gesagt, Samstag ist cool, machen wir Samstag. Also ich würde mal Samstag festlegen. Außer wenn jetzt jeder von euch schreibt, mach Freitag, dann mache ich Freitag. Aber ansonsten werde ich Samstag einen Livestream machen. Und zwar nicht wie angekündigt auf BlogTV, sondern auf Twitch. Und zwar auf twitch.de. Nerdstar Puddles. Ja, ich bin unter dem Namen Nerdstar Puddles da angemeldet, aber ihr wisst ja alle, dass ich das bin. Deswegen sollte das kein Problem geben. Also, ich mach hier mal hier Nerdstar Puddles. Nerdstar Puddles. de.twitch.tv / Nerdstar _ Puddles. Guckt's euch an. So, da werde ich Samstag dann wahrscheinlich einen Livestream abhalten. Und zwar werde ich die erste Stunde, also ich weiß nicht genau, wann ich anfange, so 10, 9, 9, 10, 9 Uhr, 10 Uhr, irgendwann so abends. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich werde die erste Stunde, denke ich, Fragen und Antworten machen, also Fragen beantworten im Chat. Und im Laufe des Abends dann auch noch ein Spiel zocken. Entweder Isaac oder mal schauen, was sich noch so finden lässt. Ich gehe da auch gerne auf eure Wünsche ein. Dann zocken wir noch eine Runde. Und dann hoffe ich, dass wir alle Spaß haben mit mir und mit euch. Und das ist schön. Und wenn man wenn man die Zähne zu hat, also die Zähne zusammenbeißt und dann redet, hört sich das total komisch an. Ja. Das war's eigentlich erstmal. Ihr habt schöne Seiten gesehen, auf denen ihr euch mal umgucken solltet, alle Videos euch angucken solltet. Und am Samstag gibt's einen Livestream mit Fragen, Antworten und Zocken. Aber zu dem Stream werde ich nochmal ein kleines Video raushauen, morgen und übermorgen, damit ihr es auch ja nicht vergisst. Also, das war ein schöner News-Ticker, sonst fällt mir jetzt auch nichts ein, was ich noch zu sagen hätte. Also würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, Leute. Und Peace. Ich hab keine Luft mehr.